noch einmal. Wiederhol das. Auch Karpfen haben ein Recht auf Leben. Ah, na ja. Dann werde ich jetzt mal ein ernstes Wort reden. Auch ein Karpfen hat das Recht auf Leben? Prost! Was machst du da? Ich träume. Na, das sehe ich. Aber davon werden wir nicht satt. Ja, schon. Wäre das nix? Das ist Mauritius. Da wird die Karte hin. Schön. Sehr schön. Blöd ist sie, die Karte. Ja, das kann man sagen. So was aufgeben, um sich das hier anzutun. Joe, weißt du was? Wir schleichen uns. Was? Ja. Wir zwei gehen einfach. So, wir steigen jetzt ins Auto und fahren ins nächste Hotel. Nur du und ich. Ja, dann nehmen wir uns ein schönes Zimmer. Mit einem großen Bett und dann... Du bist doch nicht ganz dicht. Aber doch, bin ich doch ganz dicht an dir. Nein, nein, glaub mir wirklich, wir zwei gehen einfach weg. Hm? Schön wär's schon. Seit Jahren wünsche ich mir das. Weg in die Wärme. Kein Schnee, kein Baum. Nur du und ich. Ruhe. Von mir sagt die Kinder. Das sagst du mir jetzt? Ich hab gedacht, dir liegt was an dem ganzen Tamtam. Mir? Das ist ja nicht Loch. Im September habe ich schon Magenschmerzen, wenn ich an Dezember denk. Das mache ich doch nur wegen euch, wegen dir, wegen der Kinder, wegen der Omama. Damit ihr eine Freude habt. Ich brauch das alles nicht. Und wieder ein gründliches Missverständnis, ne? Schade. Ist zu spät. Nein. Nein, Joe. Joe, du, wir gehen jetzt da hinüber und sagen einfach, dass wir allein sein wollen. Nur du und ich. Und von mir aus die Kinder. Ja, und die werden das auch alle verstehen. Hm? Die Kanti, die Lilibet, die U-Mama. Nein, das werden sie nicht. Deswegen gehe ich jetzt und hol die Gans aus dem Mist.